Gut, der Kerl kommt auch mit. Gebirge-Org. Ach, da oben war eine Schwelle. Ja! Ach, wir haben noch keinen. Stimmt, wir haben noch kein Gift draufgepackt. Ja, also 2 gegen 1 ist das doch ganz angenehm. So. Ups. Verdammt, ich hätte ihn getroffen. Da kommt was. Nicht aufteilen, zusammenlaufen. Die kann Leute einfrieren. Wie krass ist das denn? Oh, hier ist sogar noch ein Mühlstein. Ja, hätten wir nicht alle Lernpunkte für Fähigkeiten, für Talente ausgegeben. Hätten wir schon genug Stärke haben können, dass wir die Mühlsteine hochheben können. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus so. Ich wusste gar nicht, dass ich Leute einfrieren kann. Du folgst mir nicht. Doch, jetzt folgst du mir wieder. Okay, anscheinend ist Flankieren nicht drin. Also, auf sie mit Gebrüll! So. Ups. Ups. Boah. Bin ich gut oder bin ich gut? Also, ich würde mal sagen, ich war gut. Nach diesem Headshot. Da hinten wäre wieder der Schamane. Den konnten wir allerdings jetzt gerade sehr gut umgehen. Münze, Rohstahl, noch ein Waffenbündel. Oder mehrere Waffenbündel eher. Yay, Zeug. Hier schien wohl die Schmiede zu sein, aber die haben sie ja leider kaputt gemacht. Schade. Ah, da kommt er auch wieder. Gut, gut. Hier können wir es nach draußen gehen. Da haben wir übrigens die Barriere. Okay, die Partikel sind jetzt nicht so ganz toll gesetzt, aber... Da ist die Barriere. Ich will hier weg. Ich will nicht sterben. So, dann wollen wir uns direkt mal den nächsten Ort zuwenden. Dass sie Eisklinge einfrieren kann. Ich meine, der Name sagt schon, dass sie das irgendwie in irgendeiner Form können muss. Aber das ist so krass, weil man ja nicht mal aus dem eingefrorenen Sein, glaube ich, rauskommen kann. Zumindest habe ich nie einen Weg gefunden. Oh Gott, daneben. Natürlich. Ihr wollt mich doch nicht verarschen, oder? Jetzt wäre Gift natürlich gar nicht schlecht. Hört auf, mich rauszudrücken. Ich will nicht raus aus der Stadt. Ich will nicht in die Barriere rein. Uah. Und alle hopp. So. Ganz schnell.
Ja, ganz schnell ist gut. Ja, ich bin natürlich auf 9 gekommen, statt auf 0. Ah, so viel zu schnell. So, wir müssen zum Schamanen. Ha! Eingefroren, Arsch. Aua, aua. Ich hab... Wieso hab ich nicht... Wieso pariere ich nicht? Oh. Jetzt wechseln die auf einmal alle die Aggro, oder wie? Ey, komm. Ganz ehrlich, wieso hat der gerade eben nicht pariert? Ich habe die ganze Zeit rechte Maus hast du gedrückt gehalten. Er hat nicht pariert, das heißt, ich habe natürlich gut die Hälfte meiner Lebenspunkte dadurch verloren. Versuch Nummer 3. Gut, diesmal flankieren wir nicht. Ach so, das war schon ab hier. Okay, sehr gut. Dann, ich möchte ja eigentlich immer nur so ein paar Orks rausziehen. Das Problem ist, dass der Kerl dann natürlich immer alles angreift. Entsprechend müssen wir jetzt auch nahe bei ihm bleiben. Na, wir haben das Ding immer noch nicht vergiftet. So, komm, ich habe schon 4 Leute gegen mich. So, das war ein guter Tausch. Das Problem ist, wenn 4 Leute mich gleichzeitig angreifen, kann ich nichts machen als parieren. Und hoffen, dass ich mal so einen Glückstreffer lande. Verdammt, ich hätte die Klinge tatsächlich vorher nochmal vergiften sollen. Da wäre eine längere Klinge ganz hilfreich. Junge. Ja, hallo? Hör auf. Wieso können die mich denn noch immer noch treffen? Ey, ich halte rechte Maustaste die ganze Zeit durchgehend gedrückt. Außer natürlich, wenn ich zugestochen habe. Wieso kann der mich denn durch meine Deckung hindurch treffen? Ich meine, dafür ist doch der Schild da. Okay, wir nutzen Magie. So, das ist der Grund, warum ich dann häufig immer mal ganz gerne einen Magier gemacht habe, oder ich mache das eigentlich immer am liebsten. Wenn ein Kämpfer bei Gothic 3 mich immer bisher stärker angesprochen hat. Hua, ich habe das Ding immer noch. Das Einfrieren. Wieder, ich habe pariert und er hat mich trotzdem getroffen, weil er die Parade aus irgendeinem Grund unterbricht. Ah,
Na komm, ich muss da hinten zu den Armbrustschützen. So, da haben wir uns durchgeprügelt. Lass mich da durch. Da ist nämlich noch ein Schamane. Natürlich rutsche ich da jetzt weg. Komm, Dämon. Ein Angriff. Bin ich gut oder bin ich gut? So. Ich finde es ganz interessant, dass der Kerl den nicht angreift. Aber das war auch immer mit Gothic 2 so lustig mit der Armee der Finsternis. Hat man immer die gemacht, Mana-Trank getrunken, Armee der Finsternis, hat man irgendwie da 6-7 Armeen der Finsternis. Also Skelette mit Zweihandschwertern sind das. Und die haben einfach alles platt gemacht. Und so ist es auch mit dem Dämon hier. Eine alte Truhe. Ein Jagdbogen, yay. Hey, sogar was mit Jagdgeschick. So, wir müssen uns tatsächlich irgendwann mal was auf Lebenspunkte setzen. Sonst wird das irgendwann doch ein bisschen sehr krass. Ja, ja, ist ja schon gut. Ja, du darfst gleich wieder metzeln. So, komm. Dämon. Metzel. Oh, ich hab mich gar nicht vorher geheilt. Ich habe mich übrigens gerade ein bisschen zurück, einfach um mich zu heilen. Dämon? Ich komme hier nicht durch. Scheiß Fass. Kein Brett vom Kopf, sondern Fass vor den Beinen. Na, jetzt. Ich komme nicht richtig durch die Leute bald hin. So, mein Dämon macht sich da gerade ganz gut. Also, er macht sich überhaupt nicht gut, aber er zieht Leute auf sich und das ist das, was wichtig ist. So. Hier ist der nächste Ausgang. Mit einer kleinen versteckten Truhe. Also mit zwei versteckten Truhen eigentlich. Leider haben wir jetzt keinen Dämonenbeschwören mehr. Ich hätte das tatsächlich eigentlich ganz gerne aufgespart, aber geht ja anscheinend nicht. Und ich weiß auch, warum ich den Dämon selten beschwöre. Zum einen, weil man davon nicht viel hat und weil das viel altes Wissen braucht. Ich glaube, 230 oder sowas war das. Kann ich euch gleich sagen. Dämon beschwören. 210. Naja, und entsprechend ist der ziemlich nervig. Ich dachte gerade, ich wäre so extrem nah an der Barriere ran. Aber das war ja nicht der Fall. Glück für uns. Dann wollen wir uns hier natürlich wieder weiter umgucken, denn es gibt noch viel zu looten. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ja komm, lassen wir die anderen mal kämpfen. Bleib stehen, Damn it!
mich, Idiot. Was ist mit meinem Dämon? Dämon? Friedelgunde! Komm doch her! Wem hast du's gezeigt? Wait, das ist ein schneller Angriff. Das. Dämon? Ah, der hat sich irgendwo festgefahren. Naja, der hält eh nicht mehr viel aus. Dann lassen wir ihn einfach so dämonmäßig sein. Zack, hat niemand gesehen. Ganz schnell gelootet. Dass wir Kopfnüsse kriegen. Ich werde dich töten. Dann, leider wird jemanden gepult. So, nicht weiter. Was ist denn los? Keine Ahnung. Bin ich gut oder bin ich gut? Also, du hast so viel angegriffen. Du bist so unglaublich gut. So. Raus und weg da. Da ist noch ein Mühlstein. Ist ja schon zwei Stück. Ich versuche die mal zu zählen. Im Allgemeinen, weil man da immer hingehen kann, wenn man noch Stärke hat. Und dann hebt man die hoch und dann kriegt man noch mehr Stärke. Das ist das Lustige an der Sache. Okay, Erzrohling. Hat sich schon direkt gelohnt, ne? Oh, schwarzer Rohball. Können wir schön saufen. So, oder wir müssen hier oben einfach ein paar Gegner platt machen, dass der Dämon was anderes wählt als Ziel. Das ginge natürlich auch. Hier ist ein Alchemietisch. Wartet, ich bin gerade so. Elixier der Elemente. Dafür bräuchten wir die einzelnen Elixiere. Also Erde, Luft, Feuer und Wasser. Wasser haben wir aber noch nicht. Hier steht was über. Yay, nochmal Alchemie, was uns nichts bringt. So, hier gibt es auch nur so ein bisschen Kleinkram, weil das ja keine wichtige Truhe ist. Und dann gönnen wir uns. Dann komm doch her. Nerv nicht. Ist daneben. Der Herr Feldherr beehrt uns. Hey, eingefroren. Verkackte Scheiße, ich hab den Kerl vergessen. Oh, lass mich bitte irgendwo gespeichert haben und nicht wieder alles von vorne. Ah! Wisst ihr eigentlich, wie nervig das ist? Ich meine, man muss sich das mal so einfach vorstellen. Der hat jetzt gegen eine oder zwei Personen maximal zu kämpfen. Und das war's. Warum geht der immer dabei, weil die KI einfach nicht pariert, sondern nur draufhaut, geht der natürlich drauf. Gut, wir haben also irgendwo. Ah, wir haben hier an dieser Stelle gespeichert. Wo auch immer diese Stelle hier ist. Aber wir müssen auf jeden Fall nicht mal wieder alles neu machen. Da der Dämon tatsächlich. Achso, hier haben wir schon alles gelootet. Okay, genau, dann sind wir hier hingegangen, Richtung oben.
Gut, das heißt, wir haben nicht wirklich was verloren. Daneben. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So. Komm, ich hab den Elite-Krieger. Hallo? Ich hab schon wieder pariert, aber... Nein! Dem hast du's gezeigt! Ich stehe auf diese ganze Scheiße! Ja, den Dämon hat's jetzt erwischt. Aber ich will mal behaupten, es hat sich wirklich gelohnt, weil wir dann durch diese eine verzwickte Situation gekommen sind. Hier steht was über Alchemie. So, looten wir das hier nochmal ganz schnell. Seht da was anderes, weil der Inhalt ja zufällig verteilt wird, wenn es nicht solche besonderen Truhen sind. Hier, wir haben noch mit Sicherheit noch Gift. Trank der Jagd haben wir schon, Trank der Stärke haben wir ebenfalls. Gift, 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 wir haben ein Gegengift. Aber kein Gift. Wie gut, dass wir den Alchemietisch hier haben. Gesundheit. So, Gift aus Blutfliegenstachel, Gift aus Varanzunge. Nehmen wir mal einen Blutfliegenstachel, das hat zwei solche Gifttropfen. Stellen mal zwei her. Also vier insgesamt. Einfach um was auf Vorrat zu haben. Wait. Ach da. Sehr gut. Sturmbringer nicht, sondern wo ist es denn? Eisklinge. Magische Waffen können nicht modifiziert werden. Okay. So nach dem Motto, Feuerschwert würde auch nicht funktionieren. Aber Feuerschwert und Eisklinge zusammen wäre ziemlich geil. Dafür müsste man das Feuerschwert nur irgendwann mal wieder finden. Das ist normalerweise 120 Stärke, 100 Schaden und sowas. So, ich will den Kerl mal ein bisschen vorlaufen lassen. Ich habe nicht auf seine Lebenspunkte geachtet. So, komm, du musst mit dem Speer fertig werden. Und tschack. Ja. Ich habe angefangen auszuholen, aber dann habe ich seine Lebenspunkte gesehen. Und dachte ich mir, nee, da muss man nicht ausholen. So, hier sind wir übrigens beim Anfang. Noch eine Metalltruhe. Mit nochmal wieder Mist. Denn wenn man sich das Flammenschwert ruft, trägt man einfach nur eine Waffe. Und das ist schade, weil man dazu keine zweite oder dritte tragen kann. So, da ist gerade ein Ork gestorben. Ist der runtergefallen? Oder lag das an dem Dämon, der doch noch irgendwie vorhanden ist? Oder liegt das an den Rebellen, die draußen kämpfen? Also irgendwas macht auf jeden Fall diese Orks gerade ziemlich platt. Und ich habe mich verlaufen. Ah, ich habe mich nicht mehr verlaufen. Alles okay. Die Schriftstücke müssen wir uns später irgendwann mal ansehen. Nur den Dämon hat es hier erwischt. Ach, hier ist die Schmiede. Wir sind schon fast durch. Und es ist oben, dass die Leute da kämpfen. Wie wär's, wenn du auch mal mit angreifst? Hier, das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit.
Ich habe ihn hier auf die Seite gelockt. Du kannst... Lässt du mich einfach alleine? Ich hab's immer noch drauf. So, da unten seht ihr übrigens die Masse an Orks. Das ist der schwierigste Punkt. Also einer der schwierigsten. Komm her. Weil man da die Orks einfach nicht einzeln rausziehen kann. Oh Gott, wir kriegen jetzt die schon One-Hit. Also mit einer Kombination, logischerweise. Ich kann nur hoffen, dass wir diese Leute möglichst schnell platt machen, dass wir ziemlich viel Druck von ihm abnehmen. Weil er höchstwahrscheinlich jetzt drauf gehen wird. So, ich hoffe mal, dass ich ihn da ganz kurz entlasten konnte. Was? Das ist... Oh. Also, jetzt habe ich mir schon den nächsten Elite-Ork geschnappt. Ah, die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen. Ich weiß auch nicht, warum die auf einmal ihre Aggro gewechselt haben. Ich mache es lieber doch nochmal einen Augenblick leiser. Das ist ja wieder ganz toll gewesen. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Kerl sterben wird, weil sehr absehbar war. So. Ich bin noch weggelaufen. Ja, komm. Ein Gegner geht ja. Damit hat er meine ganze Kombination kaputt gemacht. Schon wieder. Ich will diese Waffe hier aufnehmen, danke. So, bei denen ist jetzt alles ruhig. Ich wünschte ja, ich könnte irgendwie einen Feuerregen oder sowas heraufbeschwören. Schauen wir, was haben wir noch so Feines. Seelenwanderung. Blitz ist zu schwach. Böses... Da oben Rebellen gegen Orks. So, Feuerregen. Jetzt muss ich den natürlich noch rauscasten dürfen. Das wird so ein Problem werden. Ja, komm, ich mach das wieder mit den guten alten Taktiken. Ja, soviel zu den guten alten Taktiken. Egal, vielleicht kann ich so dann den Feuerregen rauscasten. Damit, ich war zu langsam.
Yay, hatte ich wieder aufgehört zu parieren. Hallo! So, kommt doch mal alle drei her. Und zwar augenblicklich.